Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Modus. Wir sind ziemlich tot. Das liegt daran, dass ich hier so viel Zeit drin verbracht habe, ja, alles sauber zu machen und so weiter und so fort. Na, guck mal, Hirnpilz. Einschussloch. Und die Frage ist, können wir hier eigentlich schon irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben das letzte Mal dieses hübsche Örtchen hier gefunden. Und haben uns hier mal, ja, niedergelassen, haben hier aber quasi noch gar nichts. Wir laufen mal kurz rum und ich hoffe, das hat sich gespeichert, was ich das letzte Mal gemacht habe. Genau. Das hier konnte ich leider nicht entfernen. Oh, vielleicht jetzt. Nee, dafür müsste ich den Boden mit entfernen. Ach, das ist Kacke. Das ist auch so ein Waffending, ne? Ja. Kann ich dich jetzt entfernen? Oh. Na gut, dann müssen wir damit leben, dass ihr ein bisschen was in der Luft tragt. Vielleicht werden wir es einfach überdecken mit irgendwas. Wir werden sehen. Aber als allererstes, bevor wir hier irgendwas machen können, müssen wir natürlich gucken, ob wir überhaupt, ja, ich kann nicht sprinten, geil. Ob wir hier Rekrutierungsfunk Leitstrahl bauen können. Nein, uns fehlte Kupfer. Na gut. Dann ist das leider so. Ich wette, in diesem Auto ist eine Menge Kupfer, aber da komme ich nicht ran. Das Ding kann ich auch nicht auseinanderbauen, ne? Ja gut. Wir sollten erstmal uns darum kümmern, dass wir Leben haben. Und dann können wir weitersehen. Gut, ich sehe schon, Wasser ist jetzt nicht so wichtig, aber ich werde hier trotzdem eine Wasserpumpe bauen. Ich denke, das geht auf jeden Fall in Ordnung, dass wir. Achso. So, dass wir hier so eine kleine Wasserpumpe aufstellen für uns. Hier geht das nicht. Ich meine, ich bin hier direkt am Wasser, aber das ist natürlich alles verstrahlt. Da geht das natürlich nicht. Kann ich das hier hinbauen? Das wäre zu schön gewesen. Ich konnte doch in rote Objekte bauen, oder? Kann ich das jetzt nicht mehr? Ich muss das kurz prüfen. Weil ich muss den Fallout 4 SE neu installieren, ja. Ja gut, muss ich mich wieder drum kümmern. Geil. Neue Version, weißt du, und alles für den Arsch. Naja, dann gehen wir erstmal was trinken. So. Es ist schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang. Jetzt müssen wir schlafen, weil ich finde, es bringt einfach nichts, irgendwas zu essen, wenn wir müde sind und dann wieder hungrig sind. Treppe da. Dich habe ich gesucht. In mein Schlafzimmer, bitte. Das ist jetzt nicht das hübscheste Bett, aber. Ich möchte gerne das komplette Dach hier entfernen. Ja, weißt du was? Oh. So. Wer braucht denn schon ein Dach? Also ich nicht. Gut, dann schlafen wir 8 Stunden. Ich hoffe, das ist ein gutes Bett. Ansonsten muss ich mir noch ein besseres kaufen. Aber wir müssen eigentlich erreichen, um 8 Stunden zu schlafen. Naja, easy. Ich habe TP regeneriert. Durch Schlafen? Tut man das? Das wäre cool. Ja, tatsächlich. Na gut. Dann haben wir uns ordentlich geheilt. Jetzt gehen wir noch was trinken. Und dann sind wir so gut wie startklar. Aber nur so gut. Transfer. Okay, ich habe keinen Schrott am Start. Habe ich wahrscheinlich alles schon eingelagert. Trinken wir erstmal wieder was. So. Ich frage mich, was ich wieder für eine Krankheit habe. So, Pitboy. Ich möchte auf mein Inventar zugreifen und Hilfsmittel. Kram, Danny Boy.
Wäre schon Boden. Ist aber hier gegrillte Red Kakerlake. Wie sieht's aus? Uns geht's wieder richtig gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder anfangen, weiterzugehen. Wir haben da irgendwo ein Lager. Ich glaube, wir müssen da sogar nicht hin, ne? Dafür müssen. Ich dachte, hier wäre eine Brücke. Das sah so aus, als wäre hier eine Brücke. Okay, wir hier entlang. Ah. Ich wollte irgendwo schlafen, weil da ein Lager war. Ich erinnere mich. Guck mal, da kann man doch bestimmt rein, ne? Hallo, Margaret Sutton. Russells Notiz. Diverses. Margie, ich habe mich letzte Nacht rausgeschlichen und mir das Abflussrohr am Ende des Kanals angesehen. Es ist gesprungen und wenn ich einen Teil des Mülls wegräume, müsste ich eigentlich reinkommen. Ich glaube, das ist die Öffnung, die auf dem Holoband erwähnt wurde. Wenn wir diese Gems finden, könnten wir uns ein neues Brahmin kaufen. Ich werde es mir ansehen, aber ich habe Mama gesagt, ich würde zum Slog gehen, um Werkzeug zu beschaffen, also erzähl ihr nichts. Ich müsste gegen Abend wieder da sein, Russell. Gucken wir mal, was mit Russell passiert ist. Da war eine Mauer. Habt ihr es gesehen? Da war eine Mauer. So, wir haben ja momentan keinen Begleiter, ne? Was war das? Was für eine Scheißkrankheit habe ich denn? Infektion, Perö. Warum? Antibiotika. Ja, komm. Hoffen wir, dass wir keine neue Krankheit bekommen. Eine Splittermine, die würde ich sehr gerne entschärfen. Sehr, sehr gerne. Oh nein. Nein, nein, nein. Aber warum ihr? Oh nein, ich habe mich doch gerade erst geheilt. Alter, wenn die mich treffen und infizieren, ich raste aus. Alter, nein, das könnt ihr doch nicht machen. Aha. Übrigens, ich habe meine Cam jetzt wieder aktiviert. Ich habe nämlich, ihr weiß nicht warum, bei Fallout 4 habe ich das Problem, dass es ständig unsynchron ist. Jetzt, wo die Kamera natürlich aktiviert ist, kann ich meine Stimme mit meinem Mund abgleichen. So, es ist leichter für mich, das Ganze zu synchronisieren und ihr habt mal wieder eine Cam. Mistviecher. So, wir wissen, dass hier eine Splittermine ist. Sehr schön, aber seit wann kriegt man dafür keine Erfahrung mehr? Das schaffe ich nicht zu hacken. Irgendwann müssen wir darauf hacken gehen. Der Anfang von Fallout ist immer so gemein. Ich muss auf Minen aufpassen. Wenn hier eine Mine ist, sind hier meistens auch mehrere. Ihr werdet mich nicht kriegen, ihr dämlichen Minen. Okay, ich gehe woanders hin. Hä? Muss ich hier durch? Das Einzige, was da ist, ist eine verdammte Truhe. I see, I see. Ach, guck mal, ist er das? Russell Sutton. Gelöbnisanweisung. Okay. Was haben wir denn da? Diverses. Da Gelöbnisanweisungen. Seid gegrüßt, Brüder. Ihr seid hier, weil es wieder an der Zeit ist, die neuesten Mitglieder in diese äußerst angesehene Verbindung einzuführen. Bevor sie Mitglied werden können,
müssen Sie zunächst die Geheimnisse unseres Ordens kennenlernen. Ihr findet die Substanzen, die Ihren Geist öffnen werden, im Abflusskanal. So wie es bei eurer Einführung auch war. Denkt daran, den Kandidaten die Augen zu verbinden, bevor ihr sie zum Kanal bringt. Und achtet auf Leute, die zu der Zeit noch im Park unterwegs sind. Die Ältesten werden am Sonntag zum Abendessen vorbeikommen. Da müssen alle neuen Mitglieder anwesend sein. Also, haltet euch an die vorgegebene Dosierung. Ordo Oblitus Ossa. Ist das irgendwie so eine Anspielung an die Illuminati bzw. Freimaurer wegen dem Spruch am Ende? Wegen dem Lateinischen? So, was kann ich denn hier herstellen? Azar, Holster, Weapon, Backpack, Droge, Fallen, Feuerwerk. Feuerwerk, ich würde gerne Feuerwerk machen. Ich kann da nichts machen. Kleber und Dünger. Na gut. Injektor, Munition? Versetzt das Ziel. Ah. Oh, ich brauche diesen Injektor, stimmt. Das wäre so cool. Verwertbares? Das nächste Mal, wenn wir gespeichert haben, werden wir da mal hingehen. Zu der Testzelle. Würde mich ja mal interessieren, was da ist. Ich meine, das gehört jetzt nicht zum Spiel, aber es gehört zur Mod. Und ich würde gerne wissen, wo das hinführt. So, wir haben schon mal einen Fusionskern. Wir könnten eigentlich easy nach Hause laufen und dann noch mehr Fusionskerne holen und dann zu Vault, hast du nicht gesehen, um da weiterzumachen. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Nö. Bin ich viel zu faul für. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So. Aber das hier war jetzt zum Beispiel nichts, was in der Karte drin war, ne? Wir haben ja eine Karte, die uns alles Mögliche zeigt, weil ich ein Noob bin. Ja, da sind noch Orte. So, wo wollen wir eigentlich jetzt gerade hin? Dahin, ne? Kindergrippe, Greentop. Ja, schon ziemlich weit rechts. Nicht schlecht. Also gut. Habe ich gerade Leben verloren? Habe ich das richtig gesehen? Laufen wir einfach rüber. Wer braucht schon eine Brücke? Brücke mit 2G bitte. Manchmal kommt der Norddeutsche aus mir raus. So. Aufgepasst, ich muss immer noch aufpassen, ich bin alleine. Ich darf das nicht vergessen. Und das hier sieht aus, als wären hier Supermutanten am Start. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es in Fallout Biome gibt. So dass man wirklich erkennen kann, was für Feinde hier sind. Ja, guck mal da. Sieht doch schon verdächtig. Was ist das? Aus. Du. Nicht zu nah dran. Okay, er ist nicht gestorben. Ist er immer noch nicht tot? Ist jetzt ein mit dem Heckler und Koch, mein Freund. Komm, der hat überall Schutzbalken. Okay, laufen wir hier ein bisschen mit dem Schalldämpfer rum. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Übrigens, Heckler und Koch ist eine deutsche Marke. Wollte ich mal anmerken. Okay, Supermutanten. Ich sehe da ein Hundi.
Du gefällst mir gar nicht, Freundchen. Du gefällst mir gar nicht. Ich mag Hundis nicht. Ich bin mittendrin. Ich muss echt aufpassen, was ich hier mache. Konzentration. Wir müssen sie alle finden und vernichten. Wo bist du? Da bist du hier. Okay, war ein Versuch wert. Oh, Hundi ist hier. Hundi sucht nach mir. Ja, das war kacke. Übrigens, ich muss meine Cam, glaube ich, ein bisschen umpacken, ne? Das Problem bei Fortnite ist, ich weiß nicht, wo ich meine Cam packen soll. Wenn ich sie auf die linke Seite mache, habe ich da meine Lebensanzeige. Auf der rechten Seite könnt ihr nicht sehen, wie viel Munition ich habe. Oder ich packe meine Kamera ein bisschen um. Oh. Danke, Geschütz, dass du jedem gesagt hast, wo ich bin. So, wie wäre es, wenn ich meine Kamera einfach ein bisschen kleiner mache? Wäre das. Ich will es ja nicht zu klein machen. Wir machen das mal so. Dann passt das schon. Ja, ich bin aber irgendwie klein, ne? So, meine AP ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde, Munition zu sehen ist wichtiger als die AP. Also seht ihr auch meine Krankheit nicht. Wo möchtet ihr gerne meine Cam haben? Sagt's mir einfach. Oh, vielleicht mache ich sie, keine Ahnung, oben links hin oder oben rechts. Mit dem Border oder so. So, sehr schön. Alles Sachen, die wir brauchen. So, einmal die Sniper rausgeholt. Wir müssen hier aber auch leider durch. Also rein theoretisch sind da natürlich die ganzen Supermutanten. Das heißt, wir laufen hier gerade in eine angenehmere Richtung. Wir wollen ja auch zur Quest gehen, ne? Nicht irgendwo anders hin. Was habe ich da gerade gesehen? Puff out! Zigaretten! Schmusiges Wasser und Psycho! Was haben wir hier noch? Schraubenschlüssel. Nice. Oh! Oh! Loot. Loot, den ich tatsächlich gebrauchen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das in meinem ursprünglichen Let's Play gemacht habe, dass ich so viele Rohstoffe hatte. Ich meine, ich konnte ja so viel bauen. Das war nicht mehr normal. Und jetzt? Ja gut, theoretisch kann ich eigentlich Holz kaufen, ne? Also wenn, sobald ich in Vault hast du nicht gesehen bin, kann ich da eigentlich zum Händler gehen und jedes Mal Holz kaufen. Klingt nach einer Idee, ne? Vom Regen die Traufe. Oh Gott. Ich habe ihn schon gesehen, Leute. Ich habe ihn schon gesehen. Wilder Ghoul. Ihr könnt nicht wissen, wo ich bin. Okay, jetzt vorsichtig sein. Das sind sehr, sehr viele. Wir kriegen Probleme, wenn die uns sehen. Ein paar muss ich zumindest ausschalten. Ich hätte gerne Sniper mit Schalldämpfer. Das wäre Knorke. Scheiße. Ich hasse Ghule! Da kommt ja noch mehr! Such dir ein Hobby! Aber nicht den Zero töten. Zero töten ist ein schlechtes Hobby.
moralisch bedenklich. So, jetzt habe ich wegen euch so viel Munition verschwendet. Ach, geil, einfach geil. Und das Schöne ist, wir gehen jetzt noch weiter. Allerdings würde ich eigentlich sehr, sehr gerne, wenn wir ein Bett finden, also irgendwann, ich möchte halt Nahkampf, ich habe Big Jim hier. Ich will Big Jim mit einsetzen. Huch, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich will ehrlich gesagt Big Jim einsetzen. War das Big Jim? Ne, das war ein Schwert. Aber Big Jim ist auch nicht schlecht, ne? Was mit der Camp funktioniert? Überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wie wäre es mit hier hin? Ne, wir packen das einfach mal für die Folge hier hin. Dann überlege ich mir schon was. Was habe ich denn noch? Wir haben Big Jim mit 38 Schaden und 20% Chance auf Verkrüppeln des Beines. Wir werden aber im Leben nicht irgendwie auf die Idee kommen, aufs Bein zu schießen, aufs Bein zu schlagen. Deswegen General Chaos Rache. Schaden an Robotern ist auch nicht schlecht, ne? So ist die Kamera jetzt noch dran. Hallo? Wie wir zuschlagen. So, okay. Wollen wir mal reingehen? MedTech Research. Müssen wir hier hin? Oh, ich glaube nicht, oder? Oder sagen wir, dass ich hier hin muss? Ach, verdammt. Na gut. Es muss doch einen Knopf für die Kameraeinstellung geben, oder? Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt näher dran. Sind wir näher dran mit unserem Körper? Ich weiß das, ich finde das verwirrend. Naja. Gehen wir erstmal hier rein. Wir haben es jetzt entdeckt, deswegen werde ich es erkunden. Aber leider ist es nicht der Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Naja, gut, sind nur Ghule. Nur Ghule. Ghule sind schlimme, schlimme Zeitgenossen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Schrott mitnehme. Ich habe keinen Begleiter dabei, der mir was abnehmen kann. Der Empfangsterminal, Sicherheitsalarm. Sicherheitsalarm Alpha, Eindämmungsabsperrung in Kraft. Die Verwaltung hat eine Eindämmungsabsperrung für diese Anlage angeordnet. Das gesamte Sicherheitspersonal sorgt für den Schutz der Anlage, bis weitere Anweisungen der leitenden Mitarbeiter erfolgen. Die Anwendung tödlicher Gewalt ist erlaubt. Also sind hier Roboter. Hey, komm mal, ich kann die Türen schweren. Wie schön. Ich habe noch keinen einzigen Gegner getroffen. Ich muss sagen, das macht mir ein bisschen Sorgen. 10 mm Patronen. Sowjet- und Fusionszellen. Wie viel kann ich eigentlich noch tragen? Ich habe nichts abgelegt, oder? Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, der gleiche Scheiß wie vorher auch. Hallo! Dich habe ich noch rechtzeitig gesehen. Bevor ich rausgekommen bin. Also wenn hier Roboter sind... Dann verpasse ich den einen mit meinem Schwerti. Schwerti Gonzales, nenne ich es.
Moment, du beseitigst doch die Radioaktivität, oder? Da gehen wir gleich mal durch. So ist hier nichts. Ja, und ich meinte ich nicht mit nichts. Hast du etwa... Wieso hängst du mit dem Gesicht in der Toilette? Ich meine, hier bricht voll das Chaos aus und dann landet man doch irgendwie mit dem Gesicht in der Toilette? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Wer macht denn sowas? Oh, guck mal, die Welt geht unter. Ich gehe erstmal einen auf Toilettentieftaucher machen. Manches kann man einfach nicht nachvollziehen. Und wie mir schon immer gesagt wurde, ich versuche immer, das Logische in unlogischen Spielen zu finden. Tja, das ist meine Superkraft, Freunde. Ich bin der Logikman. Okay, ich sehe hier nicht einen Gegner. Zugriff verweigert. Ich glaube ja, dass hier eine Quest ist. Das kommt mir nämlich stark bekannt vor, dass ich da wegen einer Quest reingehe. Und ich glaube, wir können das jetzt nicht außer Kraft setzen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Nein. Okay, in diesem Abschnitt war ich noch nicht. Völlig perplex. Billardkugeln, ja. Ich kann mir wieder einen Billardtisch ins Zimmer stellen. Ist so eine schöne Sache, oder? Ich finde die Animation ziemlich kacke vom Schwert. Keine Ahnung, wer schlägt denn so zu? Okay, gehen wir höher. Offensichtlich war ich hier noch nicht, wie man bemerkt hat, an meiner Reaktion. Völlig verwirrt, habe ich Knöpfe gedrückt. In der Hoffnung, eine Waffe zu finden. Sieht ein bisschen aus wie in der Vault-Einrichtung, oder? Ich wurde entdeckt. Soll ich es wagen? Oh, okay. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Oh, der ist legendär. Härtere Maßnahmen, Freunde. Härtere Maßnahmen. Scheiße, Mann. Okay, das war es mir wert. Allemal. Alter Schwede. Ich hoffe, du hast was Gutes für mich. Bitte. Eine Sündrüstung. Reduziert den Falsch. Warum? Oh, gib mir doch was Gutes. Ich habe so lange auf einen Legendären gewartet. Und dann das. Ist nicht mehr wirklich besser als meins. Das müsst ihr euch mal reinziehen hier.
Wann falle ich denn mal runter, ganz ehrlich? Ich habe mich noch nie fallen sehen, oder? Wann bin ich das letzte Mal gefallen, Leute? Außer absichtlich. Wo führt das hin? Ich will den ganzen Scheiß hier nicht wieder hochlaufen, nur um herauszufinden, wo das hinführt. Das ist so ein altes Kaugummi auf dem Bürotisch. Aber was für Bildschirme die. Riesenbildschirme, ey. Wer kann denn so arbeiten? Meine Fresse, das Ding guckt dir da. Boah, schon mitten ins Gesicht. Es drückt dir richtig ins Gesicht mit seinem Bildschirm. Da unten sind die Toiletten, also wir waren da offensichtlich schon mal. Okay, wir wissen jetzt, wo es hochgeht. Kleine Pigmentstörung. Solltest du etwas gegen tun? Wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist? Die liegen auf dem Boden und du weißt einfach nicht, ob sie legendär sind. Ich mein, Peng, legendär und du bist am Arsch. Weißt du, und dann streichelt er dir übers Gesicht und du bist tot. Das ist übrigens meine Lieblingserfahrung gewesen in Fallout. Dass da plötzlich irgendwie ein legendärer Ghoul einfach um die Ecke kommt und dich wegklatscht. Ja, gut, wir sind offiziell überladen und wir haben Durst. Was so viel bedeutet, wir trinken aufbereitetes Wasser. Ja, noch ein. Ja, und dann essen wir noch was. Einfach nochmal, um ein bisschen gewichtlos zu werden. So, uns geht's jetzt richtig gut. Und wie viel können wir jetzt noch tragen? Ah, nichts mehr. Kann ich noch laufen? Wir haben also unser maximales Tragelimit erreicht. War das meine Schritte? Ich glaube schon. Lassen Sie mich raten. Wir haben hier ein Mist. Fahrstuhl, der uns wieder runterbringt, ja. Okay. Was machen wir jetzt mit euch? Wir müssen ein bisschen Zeug loswerden. Im Boston Bagel ist Stoff drin. Wir gehen da vom Gewicht her. 15 Gewicht, so eine Netzrelaisspule. Ach du Scheiße. Ey. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Da haben wir ein Fünfergewicht. Öl und Stahl, nur Stahl. Scheiß da drauf. Okay, von hier aus geht auch nicht. Ich wollte es wenigstens versuchen. Warum? Oh, Instant Death. Ey, habt doch so gute Rüstung. So, da sind wir wieder ein bisschen weit ab von dem Geschehen, wo wir vorher waren. Da sind gleich noch die Ghule, die wir einst getötet haben. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist quasi, ich war kurz in der Kanalisation, habe die Sachen wieder zu Hause abgelegt und nochmal geschlafen.
So dass wir jetzt nochmal aufbrechen können. Notsignal gefunden. Licht das? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Dies ist ein Notruf. Falsch, Notsignal hier, ne? Okay, wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Ja, ich will mich von diesem Krankenhaus fernhalten, ganz ehrlich. Ja, seh ich gar nicht ein, dass ich mich da hineinbegebe. Dich töte ich gerne. Einfach nur für die Erfahrung und dann bin ich weg. %46. %63. Ich glaube, ich sehe, wo das herkommt. Ich sehe eine Mine. Nee, doch nicht. Die verschollene Patrouille. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Wow. Was ist hier passiert? Schlachtfeld Holoband. Ritter Wahams Holomarke. Wo ist denn das Notsignal? Ich sehe es nicht. %94, bin ich noch nicht da? Nee, ich gehe jetzt wieder weg, ne? Kann ich bitte die Prozentanzeige immer haben? Ist das Zeug denn? 91%. %82, hä? Ich will das Notsignal finden. Jetzt abschalten. 99%, ich stehe quasi drauf. Unbrauchbar. Oh. Okay, das haben wir gefunden. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir alles bekommen haben. Wir haben Inventar bitte. Wir haben bekommen Colt M16A3 Standard Battle Rifle mit 80 Schaden. Und eine Munition, die ich bisher noch nicht verwende. Oh, das ist interessant. Ja. Besser als der Herr Clown Koch, definitiv. Halt, Moment. 45er? Okay, das ist nur. Okay. Ich hatte noch nur 45 im Kopf. So, dann. Diverses. Wo ist denn das? Schlachtfeld. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Herr ist runter, 5%. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass. Selbstzerstörung aktivieren. Ferris zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung.
Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Untersuche das Trainingsgelände der Nationalgarde. Aber wir wollen erstmal woanders hin, ne? Gehen wir erstmal Richtung Mission. Oder wo ist das denn? Das kann nicht so weit weg, ne? Können wir gleich mal hin, nachdem wir die Quest hier abgeschlossen haben. Falls wir es schaffen. Wenn nicht, dann muss ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen. Es grault mir ein bisschen davor. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt irgendwann mal ein Bett finde. Ich bin da, Leute, um zu helfen. Stimmt, da müsste eigentlich ein Bett sein bei Greentop, ne? Rein theoretisch. Hallo, Hundi. Gib mir das Fleisch. Was hat er da überhaupt zerfetzt? War wahrscheinlich ein Teddy, so wie bei Dog Meat. Oder Meat Dog? Nee, Meat Dog. Treffe meinen Hund. Noch heute. Ja, beißt sie die Eier ab. Nein, Dog Meat hieß er, ne? Ja. Ich bin da. Die Frage ist, sind hier jetzt Leute, die mir eine Quest geben oder muss ich hier alles clearen? Ich gehe der Sache vorsichtig entgegen. Ah, okay, freundliche Leute. Hallo, freundliche Leute, ich freue mich, euch zu sehen. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Lukas Miller, Karawanenwache. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit hey, rechnet, Lukas. Dass einen meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Okay, lass uns handeln. Klar, ich schaue es mir an. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. Eigentlich nicht. Mantis? Armschutz links. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Wert 14.000 Kronkorken. Du machst es mir auch nicht leicht, ne? Ich würde gerne wissen, was das ist. Also, das kennen wir schon, glaube ich, ne? Reduziert ihn durch Supermutanten verursachten Schaden. Wert 398. Wieso ist das so billig, aber der andere Scheiß hier so teuer? Mantis. Hm. Vielleicht ist das für eine Powerrüstung. Das kann sein. Okilidokili. Dann möchte ich gerne. Ja, verkaufen will ich dir eigentlich nichts. Ich habe eigentlich gehofft, dass du. Weiß nicht, Holz verkaufst. Stahl kann ich, ja, Stahl, ja, weißt du was, wir nehmen von allem. So viel Geld habe ich gar nicht. Okay, dann kriegst du deinen Stoff wieder, dein Leder und dein Fieberglas. Ich glaube, Stahl ist schon nicht schlecht. Lieferung. Ja, ich bin noch nicht mit der Siedlung verbunden. Entschuldigung. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du? Was brauchst du? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Der Ort würde sich eigentlich sehr gut für eine neue Siedlung eignen. Ich kenne einige Leute, die sich dort sofort niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, hilft das beim Wiederaufbau. Okay, wo sind sie? Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Okay, aber als allererstes gehe ich hier schlafen. Habt ihr hier keine Betten? Wollt ihr mich verarschen? So, wo schlaft ihr? Auf dem Boden oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr hier keine Betten habt. Oh, doch. Oh. Nein! Nein! Okay, wo ist der Ort? Ernsthaft?
Komm ich am Starlight Drive-In wieder vorbei. Oh Gott, jetzt kann ich den ganzen Weg zurücklatschen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was soll denn das? Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Was ist das? Ult Gulek Senkloch. Was ist das? Mir gefällt dieses Geräusch absolut gar nicht. Ich frag mich, was passiert, wenn ich da reingehe? Aber ich hab kein Bett zum Schlafen. Das hört sich echt nach einer Todeskralle an oder so, ne? Okay, du. Nicht bitte! Oh mein. Cool bleiben, Zero. Cool bleiben. Du hast es heute nicht geschafft, irgendwas zu reißen. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich beende heute die Folge ein bisschen früher. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit. Und bis dahin werde ich mich ein bisschen abreagieren. Tschüss!